auf Englisch anschauen kann. Und das mache ich auch so. Weil so gehört das. Immer Englisch. Zettel verstaue ich in meiner Tasche. Mhm. Wachen müssen nicht. Kann ich in der Tasche haben meine Zettel. Hast du Papier und Feder mit gehabt? Ja. Nein. Ach, ich habe Papier und Holz. Nein, Kohlestift mitgehabt. Hast du es echt gekauft? Ja. So, was gibt ich kann Karten zeichnen und malen und zeichnen und sowas gekauft. So, kriegst du es wieder rein? Wachen wir jetzt auf. Also nachdem wir das eingepackt haben. Wachen wir auf. Ich lass uns bitte aufwachen. Sie werden dich aus der Matrix. Ja. Er wacht doch auf, Mann. Ich habe es aber zuerst weggesteckt. Ja, ja. Okay, und ich tue mir so. Ich bin aufwacht. Okay, er tut noch so, als hätte er geschlafen. Boah, die Schlafmohren. So, das faltet sich schon auseinander von selber. Wir sind jetzt wach. Wieder in meiner Tasche. Das auch. Also eben für sich, ich bin wach. Muss ich mir das jetzt umschreiben? Ich auch wach, oder? Ja, ne, genau. Stopp. Ich pack meinen Schlafsack zusammen. Habe ich davor hast du schon mal ein Papier hergegeben? Wofür? Das reicht mir nämlich auch krass. Oh, ich hab's unter der Tür durchgeworfen. Ah ja, stimmt. Das heißt, ich habe jetzt noch drei Papier. Ja, drei Blatt. Wenn ich fünf hatte. Und du die Rechnung auch mit. Ja, dann bleiben zwei übrig. Ich bin sicher, wo wir die dann noch hinnehmen. Was? Zwei gehören dem David. Eins habe ich noch. Steckt euch. Ich habe noch. Hast du Ladegriff? Ja. Kannst du hier? Rolle. Sieber. Ich hätte gerne nochmal zu diesem Brücken Graben zurückgehen und ein paar klare Wörter mit dem reden. Was der so für wichtig halten kann, während so ein Dämon ein fucking Land auslöschen will. Und den ganzen Kontinent. Okay. Falls es nicht die ganze Welt ist, ich weiß nicht. So, ich packe auch meine Schlafsack zusammen. Okay. Ich packe auch halt zusammen. Und ich, halt auch ich nehme mein Haumesser. Jetzt geht zum nächsten Baum und schneide ein gutes Stück Holz raus. Aber wirklich. Sagst du schon! Ich kann aber schauen, ob er sagt, du musst gar nicht würfeln. Muss ich würfeln? Ich dachte, du musst auf Holz bearbeiten. Ja, ja. War klar. Bitte. Ach, da was für ein Metropolsystem. Holz bearbeiten. Ich bin jetzt total krog im Kopf. Fingerfertigkeit und Körperkraft. 4. 20. Oh, nein, das ist ein Messer. 13. Gut, du hackst also. Ja. Du hackst also gegen den. Was wolltest du anfangen? Ast, ne? Nein, aus dem Baum und du hackst also gegen den Baum und dein Messer zerbricht. Dein Haumesser zerbricht. Ja, zum Glück hast du jetzt einen Säbel. Ja, eben, deswegen hast du mir das nicht riskiert. Dass ich. Jetzt so dein Knochenmesser. Was ist das Messer? Soll ich halt nicht einfach den Baum schneiden? Ist davon irgendwas Zeug? Du könntest gerne das zerbrochene Haumesser mitnehmen. Ja, das ist sowas wie der Stiel oder so, also der Griff? Es ist die Klinge durchgebrochen. Das heißt, es ist ein kleines Stück Klinge an dem Griff dran. Ja. Kann ich es mit der zerbrochenen Klinge noch mal probieren? Nicht dann ja, das kannst du machen, aber erschwert um 5. Und fast. Ja, du hast eh nichts zu verlieren. Ja, ich außer du frisst bei der Hand. Ja, ich kann sie in die Hand schneiden. Ja, bitte. 20. Sechs. Okay, du hackst also mit dem kaputten Messer, hackst du halt auf dem Baum rum, bist volle Kanne davon überzeugt, dass der Baum gleich umfällt. Nein, ich wollte nur ein Stück rausschneiden. Ich will nicht den Baum umhauen, ich will ja hacken. Du bist aber trotzdem davon überzeugt, dass du ihn gleich umhaust. Was mit dir? Dann spring ich weg. Und dann zerspringt aber der Rest, der von deinem Messer auch noch übrig ist, und wird komplett wertlos und dabei schneidest du dich an der Hand. Okay. Blutet das? Leicht. Kein Schaden? Aber Lebenspunkte von nein. Okay. Ist ein W20 Schaden. 2 W20 Schaden, genau. Kampfrausch. Dann geht noch ein Baum ein. Bitte. Und dann fahrt sich eigentlich. Gut. Ja, machen wir das. Also mit dem Blödsinn. Sehr geil, dass du dir jetzt vor dem Kampf eben das zugefügt hast. Lass mal. Das wie hindert sich das im Kampf? Nein. Ich sage nicht ja. Ja, natürlich. Du hast dich halt an deiner Schwerthand verletzt. An welche? Also auf der linken. Damit hast du seine Schwerthand, ja. Wo hat er das verletzt? Ja, so da. Oder da. So außen. Das halt so zeigen. Ich würde einen Verband verwenden. Okay, machst du einen, dann kannst du noch 10. Kannst du den selber anlegen? In der Tat. Also wie viel Wund? Ich bin da schon sehr bewandert. Wie viel hast du?
Das kann ich nicht einfach so sagen. Ich kann ja nicht, jetzt auch in Wirklichkeit könnte ich das auch nicht so sagen, so, ja, ich habe 3 Klugheit, ja. Weißt du, es ist, ich kann ja nicht sagen, ich habe, wie welche Stadt ich dazu habe. Ja, du musst denken, es bleiben 2 Bedarfige übrig. Ja, also eigentlich 2 weniger. 2 zu wenig. Also, ist das dritte bei Handwerkstalente? Ich mach's mal so. Okay. Das ist meine Hand. Okay, viel Spaß. Ja, du hast nur eine Hand, deshalb erschwert um 1 natürlich. Okay. Ja, doch, ja, eigentlich. Wir fliegen ja 20, also ist schon egal. Klugheit, Charisma und Fingerfit. Charisma. Warum auch immer, aber naja. Dann will ich es eigentlich nicht machen, ich hab scheiß Charisma. Teilweise haben wir die Stats, haben die. Das da hat ja auch nicht damit übereingestimmt. Ja. Nein, das damit ja, das mit dem, ne? Wenn wir die Fertigkeiten gearbeitet haben, probier ich gar nicht, da hatten wir teilweise ich auch nicht mit Verband machen, bei den, das glaubst vorhandenen du. Du bist natürlich überzeugt, dass Fertigkeiten hatten, hatten wir auch andere Sachen, auf die man öffnen musste. Ja. Legst es einfach so auf die Hand. Dann kannst du doch nicht so gut, wie ich dachte, mein Christ hat nicht so viel. 6. Kommt Charisma. 17. Oh mein Gott, gerade der Charisma, aber Klugheit ist sonst gar nicht. 7. Okay, du wickelst dir also den Verband da drum. Das ist ja, nur du kriegst den nicht gescheit festgemacht. Krieg mir das aber, auch. Ich habe mir zugeschaut dabei. Jo. Lässt du mich wenigstens festziehen? Der schaut nicht besonders gut. Ich mach dann einen schönen Knopf und zieh den fest. Dafür, ja. Druckstöße, um es bei Verbänden zu machen. Gut. Muss er dafür auch nicht würfeln. Nee. Dass er ihn zu fest macht. Ja, nee. Knoten. Dann einfach seine Hand abstehen. Ich hab kein Blut. Sieh, was ein Knoten. Mach sie selbst schwer, dann wäre. Und dann ziehst du bitte einen Verband ab. Wir können leider nur deinen eigenen Verbänden platzen. Ich brauch keine Kopf. So. Können wir mal aufbrechen? Oder? Also ich bin fertig. Ich auch. Ich hatte keinen Rageanfall, mit dem ich mich eingeschüttet habe, irgendwelche Verbände zu brauchen. Gut, geht ihr weiter, ja? Ja. Ja, wir machen uns jetzt auf in Richtung, also wir nähern uns der Höhle rein. Ihr wisst ja nicht exakt, wo die Höhle ist. Ja, aber wir machen uns auf in Richtung Höhle. In Richtung Bergkette, wo ich die Höhle vermuten würde. Genau. Mit meinen... Oder in Richtung geografischen Wissen. Das höre ich meistens. Merkst du. Gut. Ihr nähert euch jetzt also dem Gebirge. Möchtet ihr irgendwie Pferden suchen zum Beispiel? Oder wie möchtet ihr nach dieser Höhle suchen? Also ich würde sagen, ich schicke einmal meinen Falken aus. Und... Ich würde versuchen, eine Fährte aufzunehmen. Okay, also dann darfst du einmal auf Pferden suchen. Ich weiß nicht, wie dieses Gebirge das heißt. Du kennst dich ja in Geografie relativ gut aus, ja. Dann würde ich sagen, dann ist es eine Fährtensuche habe ich selbst. Ja, ich kann es nicht lesen, das ist Pferd. Setz deine Brille auf. Sag Kolama am besten, dann kenne ich mich aus. Nee, nee. Achso. Stein, Eichen. Ja, dann ist mir egal. Okay. Das letzte Wort kann ich nämlich nicht lesen. Das liegt aber eher in der Schrift. Gebirge. Wald. Wald? Ja. Okay. So. Oh. Ja, Wald. Ah, toller Name für ein Gebirge. Weißt du, wo Koram ist? Weiß ich, wo Koram ist? Ja. Koram ist. Hier. Na, dann gehen wir mit dem Dämonen schlecht. Ah ja. Das macht er da unten. Ja, die Leute sonst sind eh egal. Aha, du kommst aus der Wüste. Okay. Ja, die meine ja. Familie vielleicht nicht. Okay. Mir eigentlich nicht, ihm vielleicht. Was hast du auf Mut? Kannst du mal so, du musst so dreimal. Achso, ich muss einmal. Ja, ja, auf Mut, Intelligenz und du hast 6. Wie viel hast du denn auf Pferden zu? 6. Okay, kannst du ausgleichen, jetzt darfst du noch nicht mehr drüber würfeln. 2. Was für ein Mutlöser? Und Geschicklichkeit. 20. Ja. Gut. Du suchst also nach Pferden und findest zertrampelte Wege, die du als Ork-Pferden
identifizieren kannst. Kann er das schon mal gesehen, er kennt sich ja, er hat es schon mal gefunden, er kann das ja wieder erkennen. Gut, jemand, der gut Leute, wir haben hier Orkfährten. Achso, es hat den Setup. Ja, das war wieder die innere Stimme, die hat mir das wieder. Sollen wir uns mal, kann man daraus erkennen, also sind die in beide Richtungen, die Spuren? Und man sieht halt, dass die Richtung Gebirge gehen. Richtung Gebirge, okay. Ja, das ist der Weg, wo wir hinwollen. Ja, das weiß ich auch. Dann würde ich sagen, folgen wir dem. Sehen wir das Gebirge schon? Ja, in Sichtweite. Sollten wir uns langsam Kampfbrett auch machen. Glaubst du, dass sie nicht in der Höhle sind? Vielleicht haben sie wieder gerade rausgehen oder. Jetzt mal, wie wir eventuell die gesehen haben, waren sie nicht in der Höhle. Okay, ich pfeife meinen Falken zurück. Unterfälliges Pfeifen. kommt der gleich oder braucht der? Ja, der kommt schon. Okay. Und dann so schicke ich ihn nach vor. Also voraus. Aha. Ja. Los, warte. Okay. Dann fliegt er halt also über der Fährte, er ist ein Jagdfalke. Aber er fliegt sehr hoch, ja? Ja. Sehr hoch. Okay, sehr hoch. Also ich sehe ihn noch, aber er fliegt sehr hoch. Okay, er fliegt sehr hoch. Also ich sehe ihn noch. Also der Hut ist gleich hoch. Er folgt der Fährte und fängt dann in einiger Entfernung an zu kreisen. Ich soll mir wenigstens ein so ein Lederband geben. Ein was? Ein so ein Lederband. Nein. Warum? Ich brauch die. Ach so. Das ist ein Charakter. Ja. Wie gesagt, du darfst jetzt David fragen, ob du jetzt kurz Lederband. David? Ja, das wär's. Nein, ja, nur im Feld fange ich nichts an. Ja, was brauchst du noch? Also der Hase ist schon zubereitet. Ja, ja, das hast du das nur das Fell hast. Kannst du mir von dem Fell ein möglichst langes Stück, also so, nein, möglichst lang, man muss also so macht ein halt Drittel, zwei Drittel abschneiden. Es muss nur so ein dünner Streifen sein. Könntest du eigentlich auch nicht mal ein Verbandzeug nehmen und das so in den Ich hab Arm kein Verbandzeug. Das geht mir nicht nur ums Umarmwickel, das hab ich schon oft gesagt. Ja, scheiß Elfen haben keine Ahnung. Du musst gut ausschauen. Nein. Einfach nur, ja, wobei, ja, vielleicht. Je nachdem, wie viel du von dem Fell empfiehlst, ich sollte das auch abkaufen. Aber dann brauche ich schon einen dünnen Streifen. Ja, ich gebe dir das schon. Hat den schon was zum Zusammenbinden? No. Naja, sollte, das Abschneiden sollte jedenfalls jemand machen, der Gerber Kühlschnell sich ganz gut aussieht. Ja, der einzige, glaube ich, überhaupt. Ich hätte Knochen, wenn du es zusammenstecken willst. Okay. Nein, meine Millionen Knopf in das Band. Also soll ich das probieren, ne? Ja? Nee, ich kann's nicht. Nein. Naja, ich meine, besser ist nicht probieren für mich, was er mit seinem Film macht. Klugheit? Ja. Nein. Was hast du? 17. Nein, 5 für den Wert. 2. Auf 2. 5 auf Klugheit. Also machst du auf Klugheit 12. Da kannst du nicht auf die Arbeit. Ich glaube, das war's mit deinem Leder. 20 und 17. Habe ich in der Stadt doch dann gedacht, gestern hätte ich noch dran gedacht. Also du nimmst also dein Messer, fängst an, dieses Fell zu bearbeiten und zerfetzt es komplett. Also durch, oder weil ich habe weg müssen. Mit deinem Messer mehr abbauen. Ja, und dann zerfetzt dieses Leder. So wie das Fell komplett unbrauchbar. Ja, scheiße, ich glaube. Ja, das sehe ich auch. Du könntest dir das zerfetzte Fell umarmen wickeln. Das wird den halben Sinn davon erfüllen, eigentlich. Ich kann es dir ja trotzdem geben. Ich nehme das. Okay, kann ich es noch irgendwie brauchbar in eine. Dass ich das da rumwickeln kann. Du könntest dann auf Schneidern, beziehungsweise heißt es Stoffverarbeitung. Stoffverarbeitung habe ich sogar. Ja. Ich meine, es sind nur zwei, glaube ich, was gibt. Könntest du probieren, das noch irgendwie zu ganz sinnvoll zu machen? Ja. Na, eins, das passt dir. Das ist Kuhkett und zweimal Fingerfertigkeit. Ja, beides 14, das sagt doch. Okay. Also ich versuche das zu retten sozusagen, ja. Mhm. 12. 12. 7. Okay, ja. Du schaffst es da relativ gut aus. Wird auch was ankommen, aussehen. Gut aussehen, ja. Nein. Armbänder. Ja, sowas in der Richtung. Ja. Das muss ich halt cool um den Arm packen. Und vielleicht mehrere, wenn es geht. Ja. Das schaffst du. So, aber dann nehme ich einen davon. Wie viel habe ich? Dann schreibe ich mir das auf.
Drei Stück? Ja. Puh. Mehr war daraus nicht mehr. Wie dick sind sie? Dünn. Schon so? Ja. Aber sie immer nur noch einen halben Zweck. David, hast du das bei dir rausgelegt? Ja, ich hab's gar nicht dazu geschrieben. Also habe ich jetzt drei Stück Armbänder. Drei Fellarmbänder. Ich hab vergessen, das aufzuschreiben, dass ich mir das Fell gut gegeben habe. Leder mit Fell dran. Ich lasse es einfach so. Dann nehme ich mal eins davon. Und die anderen schmier ich mir um die Hand. Ich kann nicht schreiben. Du machst den Zopf. Genau. Ja, jetzt verstanden. Machen wir so einen Zopf. Okay. Ich habe lange Haare. Jetzt ist ein Bogen schießen. Und ich nehme auch mal einen Bogen raus, weil ich habe gerade allen gesagt, dass ich den Kampf fertig machen. Ich bevor ich abgelenkt habe mit dem Spaß. Ich nehme mein Schwert und mein Säbel und mein Schild raus. Ich ziehe auch meinen Bogen und sage ihnen, dass, wenn ich es nicht gesehen habe, dass mein Falke begonnen hat zu kreisen. Also, dass da potenzielle Gefahr ist. Ich ziehe zwei meiner Deutschen. Wurfdeutsche oder normale? Wurfdeutsche oder normale Deutsche? Hat zu viele Deutsche. Wir auch noch Moment. Ich nehme